Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Kanal-Update bzw. dem ersten Kanal-Update im Jahre 2017. Und in diesem Jahr werden wir richtig aufdrehen, denn ja, wir starten eine Qualitätsoffensive auf dem Channel. Wie ihr das schon bemerkt habt, sind so einige Neuerungen jetzt schon mittlerweile reingekommen. Die erste Sache war die Pinnwand, die habe ich ausprobiert jetzt im letzten Opening. Ist ein cooles Tool, was ich mir überlegt habe, was ihr auch eigentlich ziemlich nice findet. Ich habe ein paar gute Vorschläge von euch bekommen, was ich daran noch anpassen soll. Einige Vorschläge sind halt irgendwie ziemlich komisch, weil irgendwie Leute wollen halt mehr von den digitalen Sachen da drauf sehen, aber das macht irgendwie keinen Sinn, weil wenn die zu groß werden, dann kann man einfach nichts mehr sehen und das ist auch irgendwie, ja, nicht so sinnvoll. Daher habe ich mir gedacht, ja, ich mache das vielleicht ein bisschen größer. Ihr seht das auch schon momentan in dieser Testpinnwand, die ich da unten einfach mal hingesetzt habe, dass die halt einen Tick größer geworden ist, aber ich so viel größer will ich es gar nicht machen. Das soll einfach nur so ein Brotkrumenpfad quasi durch das Video sein, damit man halt ein bisschen nachverfolgen kann, was sind so die Puls und wie läuft es halt momentan in dem entsprechenden Format, wo ich das Ding benutze. Ich will diese Pinnwand nicht nur bei den Openings benutzen, sondern ich würde es auch gerne bei den Sonntagslocals ausprobieren. Da wird es allgemein noch ein paar größere Änderungen geben zu den Sonntagslocals. Die werdet ihr dann halt diesen Sonntag auf der nächsten Folge Sonntagslocals dann mitkriegen, welches so die Änderungen sind an dem Format selbst. Da will ich das Ding auch benutzen, um halt einige, ja, interessante Sachverhalte dort auch drauf anzeigen zu können, die ich normalerweise sonst so halt eher einfach nur, ja, gesprächstechnisch übergebracht habe, so kann man es auch ein bisschen besser visualisieren, sodass es vielleicht auch ein bisschen besser und geordneter, ja, für euch rüberkommt. Dann haben wir auch 4K, mittlerweile gehen wir ja Step für Step und gehen wir die Formate so durch und machen die wieder auf 4K. Wir hatten ja, glaube ich, angefangen mit dem, war das eigentlich mit dem normalen Opening? Ich glaube, das war mit dem Spellruler-Opening, glaube ich, damit haben wir angefangen. Abopost-Opening haben wir jetzt auch in 4K. Sonntags-Locals will ich jetzt auf 4K umstellen. Turnier-Openings werden dann wahrscheinlich dann auch, Turnier-Openings, Turnier-Openings waren sowieso schon meistens in 4K. Turnier-Berichte werden dann eventuell dann auch in 4K sein, muss ich gucken. Manchmal sind die Dinger halt so lang, irgendwie die 1,5 Stunden sind, Alter. Ich glaube, das ist meine Festplatte voll für den Upload. Und was haben wir noch? Da muss ich selbst mal kurz gucken. Genau, Kanal-Updates, das, was ich gerade hier drehe, halt auch in 4K, weil jetzt ein bisschen so die Ressourcen da sind und ich würde halt ein bisschen damit rumspielen wollen. Auch wenn YouTube momentan so ein bisschen Probleme hat mit den Videos, die ich hochlade in 4K, die sind meistens irgendwie 1440p anstatt 4K. Es dauert ein bisschen bei einigen Videos, bis es dann wirklich gut verarbeitet wurde von YouTube, sodass man die vernünftig gucken kann. Dann habt ihr wahrscheinlich schon im Intro gesehen, ich habe ja jetzt ein neues Stativ hier. Das ist das Geigenstativ, von dem ich, glaube ich, vor, ich glaube, vor einem Jahr oder so mal geredet habe, dass ich mir das mal holen will. Ich habe nämlich meine Kamera verkauft gekriegt, meine alte. Das heißt, die Kamera ist jetzt wirklich die einzige, mit der ich aufnehme, wirklich. Und ich habe mir, ja, gedacht, da kann man das in ein paar neue, gute Sachen investieren. Die eine Sache ist halt neues Stativ. Das wollen wir halt für Match-Analysen, wollte ich das halt immer benutzen, weil das halt ziemlich cool ist, wenn man das hat. Man kann halt hier einfach das Ding verschieben, man kann es über den Tisch setzen, man kann das Ding auch noch verlängern, wenn man will. Also das ist echt cool. Und vor allem dafür und vielleicht auch für mehr Personenaufnahmen, sodass ich Mikrofon halt quasi drüber hängen kann. Ich könnte theoretisch das Mikrofon hier drüber hängen zum Aufnehmen, statt dass es jetzt hier direkt vor mir steht. Oder halt auch Lichtquellen daran setzen, sodass ich meine Lichter vielleicht auch mal von oben oder von unten irgendwie platzieren kann, falls ich das möchte. Daher, das ist auch eine kleine Qualitätsverbesserung, die ich halt machen will. Das ist das Manfrotto 420B, glaube ich. Könnt ihr mal nachschauen, kostet 150 Euro ungefähr, ist ein ziemlich gutes und solides Stativ. Habe ich auch schon zusammen mit Slash schon für eine Match-Analyse ausprobiert. Funktioniert ganz gut, ich muss noch ein bisschen ins Handling reinkommen, aber ansonsten sehr cooles Teil, auch Hashtag not sponsored. Bisschen schade, dass man sowas heutzutage sagen muss. Und ja, eine Sache noch zu den Qualitäts-Upgrade. Ich wollte nochmal sagen, ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht ins neue Jahr. Ich nicht wirklich. Vielleicht sieht man es mir auch hier ein bisschen im Video an. Ich bin wirklich die ersten Tage, ich glaube, 1., 2., 3., 4., war ich komplett tot. Ich bin so krank gewesen. Ich weiß nicht, was los ist. Ich bin momentan auch noch krank hier, wo ich den Kanal-Update hier aufnehme am Donnerstag. Ich hoffe, dass es am Freitag schon besser ist. Ich wollte so viel vorproduzieren jetzt in dieser Woche für die nächsten Wochen, sodass ich halt, weil das Ding ja tatsächlich früher gekommen ist, das war eigentlich irgendwie geplant, dass es erst heute quasi, also zum Kanal-Update-Release erst kommen sollte, das war vor mal zum 32. schon da. Ich wollte halt ein bisschen Sachen vorproduzieren, sodass ich halt tatsächlich mich mal mit den, wie heißen die? Mit den, Gott, wie fällt mir das nicht ein, bin ich doof. Ich kannte jetzt nicht, vergiss es.
Mit den Tutorials wollte ich weitermachen. Genau, hier wird nicht gecuttet. Kanal-Update wird nicht gecuttet. Wir sind faul. genau, für die wollte ich das, wollte ich halt dann schon mal ein paar Sachen vorproduzieren, sodass ich dann mich damit mal endlich auseinandersetzen, auseinanderfassen kann oder damit befassen kann. Hatte ich jetzt halt keine Zeit, was ein bisschen schade ist. Muss ich jetzt die nächsten Tage dann irgendwie erstmal wieder nachholen, ein paar Sachen vorproduzieren, sodass ich dann ein bisschen mehr Zeit dafür habe und dann endlich mal damit loslegen kann. Und daher, weil ich halt die letzten Tage so ins Bett gefesselt war, habe ich jetzt halt noch weitere Sachen mir geholt für den Qualitätsupgrade. Ich habe mir zwei Softboxen gekauft, die sollten die nächsten Tage ankommen, sodass ich halt meine Schirme endlich mal ersetzen kann, beziehungsweise die erstmal einmotten kann und falls ich sie brauche, wieder rausholen kann. Und auch einen ND-Filter, sodass halt auch mit der Überbelichtung vielleicht das nicht mehr so ein großes Problem ist. Weil momentan, ich glaube, das sieht man auch so manchmal in den Kanal-Updates, ich bin etwas überbelichtet und ich habe da nicht mehr so viele Settings, die ich in dem Sony einstellen kann, sodass es halt nicht mehr überbelichtet ist. Da habe ich jetzt halt das Ding noch dazu gekauft. Und mit den Softboxen können wir dann halt ein besseres Lighting, vielleicht kann ich dann halt auch ja, einfach besseren Fokus auch in den Openings haben, weil manchmal hängt er ja ein bisschen. Und ja, das ist soweit zum Qualitätsstandard. Moment, warum ist noch diese... Was macht die Pinnwand da noch? Das macht keinen Sinn. Geh weg. Du hast hier ja nichts zu suchen. Das nächste Thema ist dann, ich muss das Ding mal hier ein bisschen aus dem Weg schieben, das Ding ist so groß. Das nächste ist, weil ich habe mir mal gedacht, wenn ich Sachen bestellt habe, andauernd müssten meine Nachbarn da die Sachen abholen und viele Leute haben mich gefragt, ob sie mir halt auch Pakete zu senden kann. Ich habe immer gesagt, halt nein, das geht nicht, auf Postfach funktioniert das nicht. Deswegen für alle Leute, die vielleicht aufgepasst haben bei den Abo-Post-Openings in der Beschreibung die letzten Tage, beziehungsweise meine Kanalbeschreibung reingeguckt haben, man kann mir mittlerweile Pakete senden. Das wird ab jetzt losgehen. Ich will mal gucken, wie viel jetzt reinkommt und ob ich dann tatsächlich das Abo-Post-Opening-Format irgendwie umstellen muss, dass ich eventuell zwei Folgen die Woche machen muss oder kann oder will oder ob ich jetzt halt ein bisschen umstellen muss. Ich muss jetzt sehen, wie halt der Zufluss sein wird und wie ich damit umgehen möchte. Aber wenn ihr jetzt halt Pakete zusenden wollt, könnt ihr das machen. Die sind nochmal, ich werde das hier auch nochmal in die Beschreibung packen und dann ansonsten ist es mir unter jedem Abo-Post-Opening und in der Kanalbeschreibung halt auch nochmal verlinkt. Das da, daher, ja, ich habe Packstationen, könnt ihr zusenden und ich kann diese Dinger dann aufmachen. Und genau, ich habe ja jetzt dieses Wochenende schon mit Slash und eine Match-Analyse schon aufgenommen, die müssen wir noch nachkommentieren und heute werden wir halt noch ein paar andere Sachen aufnehmen und das auch für die Locals vorbereiten. Wir werden morgen in Itzehoe sein, im Blitzplatz, da werden wir dann gemeinsam dort antreten. Das heißt, wenn ihr vorbeikommen wollt, könnt ihr das gerne tun. Ich weiß gar nicht, ob die Envoy mitkommen will, habe ich noch gar nicht gefragt, aber auf jeden Fall bin ich zusammen mit Slash dort und da können wir eine Runde spielen. Schaut auf jeden Fall gerne vorbei und wir werden halt noch vielleicht ein paar Match-Analysen aufnehmen. Das heißt, wir können da endlich mal wieder durchstarten und halt mit dem neuen Stativ können wir da einiges ausprobieren. Und als letztes kann ich noch sagen, wir haben auch ein paar Videos auch für Slash aufgenommen. Der hat jetzt wieder ein paar neue Videos auf seinem Kanal jetzt wieder ready. Und wenn ihr halt vorbeischauen wollt, schaut vorbei. Jeden Montag will er jetzt Duell hochladen und wir haben da ein paar sehr interessante Duelle ja, aufgenommen, die auch sehr interessant kommentiert hat und halt gut untermalt und geschnitten hat. Ja, ist auf jeden Fall, ja, lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen für alle Leute, die es noch nicht getan haben. Und ja, das war eine Menge Gelaber und ja, ich hoffe, euch hat dieser Kanal-Update gefallen, war ja eine Menge auf einmal und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann einfach bei einem der nächsten Videos. Das war's dann hier von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. So, ich stehe hier noch ein bisschen für die Endcards. Ich sollte mir auch auf jeden Fall mal die Haare schneiden, die sind ganz schön lang geworden.